Als pflegende Angehörige bewältigen Sie in Ihrem Alltag große Herausforderungen. Sie führen einerseits Ihr persönliches Leben und helfen andererseits den pflegebedürftigen Angehörigen bei der Verrichtung von alltäglichen Aktivitäten. Wir schauen uns in dieser Videoserie einige dieser Aktivitäten genauer an. Es geht darum herauszufinden, wie Sie als pflegende Angehörige Ihre täglichen Belastungen reduzieren und wie Sie die Fähigkeiten Ihres Familienmitgliedes unterstützen und fördern. Dies tun wir mit dem Lernkonzept der Kinästhetik. Die Kinästhetik beschäftigt sich mit der eigenen Bewegung in den alltäglichen Aktivitäten. Es geht darum, sensibel für die eigene Bewegung zu werden und die Bewegungsmuster bewusst zu erweitern. Die Begleitung einer pflegebedürftigen Person fördert dann die Selbstständigkeit, wenn die unterstützte Person nicht einfach bewegt wird, sondern ihre eigene Bewegung finden kann. Darum trägt dieses Video auch den Titel »Abwarten können«. Wenn wir abwarten, werden Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit gestärkt und wir als Angehörige müssen uns weniger anstrengen. In diesem Film schauen wir uns das Aufsetzen und Hinlegen im Bett genauer an. Dies tun wir mit Blickwinkeln aus der Kinästhetik. Dabei geht es um die Art des Austausches über Bewegung und Berührung. Wir als pflegende Angehörige lernen, in Ruhe vorzugehen, uns weniger zu belasten, aufmerksam zu sein auf die jeweiligen Eigenaktivitäten unserer Angehörigen. Die Bewegungselemente helfen mir, meine Bewegung besser zu verstehen. Bevor wir einem anderen Menschen helfen, studieren wir die Grundlagen an uns selbst. Während des ganzen Lebens sind wir damit beschäftigt, das Gewicht unserer Körperteile in der Schwerkraft zu organisieren und dabei durch Bewegung aktiv zu sein. Dafür nutzen wir die Bewegungselemente Raum, Zeit und Anstrengung. Den Raum, damit ist der Bewegungsraum unserer Gelenke gemeint. Die Zeit, wir können uns schnell oder langsam bewegen. Die Anstrengung. Wir können für alles, was wir tun, viel oder wenig Anstrengung aufwenden. Jeder Mensch gestaltet Zeit, Raum und Anstrengung unterschiedlich. Jemand setzt sich hin. Der eine ist schneller, der andere langsamer. Der eine beugt sich mehr, der andere dreht sich mehr. Der eine braucht viel Anstrengung, der andere schafft es in tänzerischer Leichtigkeit. Diese Elemente, Zeit, Raum und Anstrengung, bedingen sich gegenseitig und wir können sie jederzeit verändern. Wenn wir zum Beispiel etwas langsamer aufstehen, entdecken wir eine andere Richtung. Oder wenn wir mehr Raum nutzen, wird vielleicht die Anstrengung geringer sein. Diese Gestaltungselemente Zeit, Raum und Anstrengung können wir zweifach betrachten. Ich kann meine eigene Bewegung betrachten. Zum anderen kann ich meinen Austausch mit einer anderen Person damit beobachten. Mit welcher Zeit und mit welchem Raum und mit welcher Anstrengung bewege ich mich? Wie setze ich die Zeit, den Raum und die Anstrengung ein, um die Reaktion des anderen abzuwarten? Wenn zwei Menschen miteinander etwas tun, dann stellen sie sich in ihren Bewegungselementen aufeinander ein. Wenn wir uns miteinander bewegen, dann nutzen wir die gleiche Zeit. Wir warten aufeinander und dann gibt es einen gemeinsamen Bewegungsfluss.
Wir können in uns spüren, wenn die Partnerin aktiv wird oder eine andere Richtung einschlägt und greifen dies wiederum auf. Wenn wir selbst in unserer Anstrengung nicht zu hoch sind, können wir diese Impulse besser erfahren. Als pflegende Angehörige lerne ich, auf meine Bewegung so zu achten, dass ich auch kleine Aktivitäten meines Angehörigen aufgreifen kann. Ich kann mit meiner Anstrengung spielen. Wenn ich wahrnehme, dass diese hoch ist, kann ich die Anstrengung verringern. Ich kann meine Geschwindigkeit anpassen. Ich kann ein wenig abwarten, bis meine Angehörige aktiv wird. Dies kann ich in unterschiedlichen Aktivitäten anbieten. Beim Aufsetzen im Bett kann ich da sein und abwarten, wie mein Angehöriger beginnt. Dann unterstütze ich ihn so, dass er mit genügend Zeit, ausreichend Raum und auch mit geringer Anstrengung aktiv werden kann. Ich lerne, nicht zu schnell zu sein und auch meine Anstrengung nicht zu schnell zu erhöhen. In vielen Situationen bewege ich mich mit. Wir nutzen ähnliche Räume, beim auf die Seite drehen oder beim Aufstehen. Wenn ich abwarten lerne, bin ich aufmerksam auf mein Gegenüber und begleite in Ruhe. Ich belaste mich weniger. Dies hat positive Auswirkungen auf unsere Beziehung.